Mein Name ist Ebo Tücking, ich bin Inhaber und Geschäftsführer von Cove & Co. Cove & Co. ist hier in der Dortmunder Innenstadt eine Maßschneiderei. Wenn man Kleidung in einen Koffer transportieren möchte, das heißt also, Sie gehen mit Ihrer Kleidung auf Reisen, dafür gibt es tatsächlich ein paar Tricks. Beispielsweise sollte man versuchen, schwere Dinge immer nach unten in den Koffer zu packen. Es sollte beispielsweise ein Kulturbeutel eben nicht auf die im Koffer befindliche Kleidung drücken. Zweiter Tipp ist, man sollte immer versuchen, sehr starke Falzkanten bei der Kleidung zu vermeiden. Will heißen, Sie nehmen das Kleidungsstück oder die Kleidungsstücke und falten beispielsweise nicht nur das einzelne Hemd, sondern nehmen mehrere Kleidungsstücke, die Sie ineinander verschlingen. So haben Sie also nicht diese starken Falzkanten, sondern die Kleidung befindet sich eher mit rollierenden Kanten dann in Ihrem Gepäckstück. Hochwertige Businesskleidung im Koffer zu verpacken ist natürlich besonders schwierig. Da gibt es nur einen echten Expertentipp, nämlich die hochwertige Businesskleidung gar nicht erst in den Koffer zu packen, sondern in einen mitgeführten Kleidersack. Man braucht erstmal einen wirklich guten Kleiderbügel. Er sollte einen rutschfesten Hosensteg haben, möglichst breite Enden haben. Dann erst die Hose, als zweites packen Sie das Hemd auf den Kleiderbügel und als letztes kommt eben das Sakko, so dass Sie Ihren Termin bestmöglich wahrnehmen können.